Ja, Bildung ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Das klingt wie ein Klischeesatz, darüber sind sich alle einig. Aber wie man Kinder am besten und effektivsten fördert, darüber wird immer wieder heftig debattiert. Hauptschule abschaffen, sitzen bleiben, aufheben, Schulzeit verkürzen. Bildung ist und bleibt eines der gesellschaftspolitischen Streitthemen überhaupt. Und damit erstmal einen schönen guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Werden unsere Schüler ausreichend gefördert oder sind sie überfordert durch immer straffere Stundenpläne? Bleiben die Talente und Interessen dabei vielleicht auf der Strecke? Und wie steht es um die Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem? Darüber spreche ich jetzt mit Lukas Klaas zum Beispiel. Er ist 17 Jahre alt, Gymnasiast aus Bochum und gerade mitten im Abi-Stress. Hallo Lukas. Mareile Kirsch ist bei uns. Als Mutter eines 16-Jährigen kämpft sie gegen das sogenannte Turbo-Abi, die Verkürzung der Gymnasialzeit von 9 auf 8 Jahre. Und ich begrüße herzlich Marco Maurer. Erst auf dem zweiten Bildungsweg erlangte der ehemalige Hauptschüler die Hochschulreife. Er glaubt nicht an Chancengleichheit an deutschen Schulen und sagt, Arbeiterkinder haben es wesentlich schwerer. Und willkommen bei uns Hildegard Monheim. Auch die Hauptschullehrerin stellt fest, Chancengleichheit im deutschen Bildungswesen ist immer noch Utopie. Aus dem Unterrichtsalltag kennt sie müde Schüler ebenso wie demotivierte Lehrer. Und ich begrüße ganz herzlich Matthias Blöchle, der Mediziner und fünffacher Vater, sagt, Kinder müssen schon in jungen Jahren bestmöglich gefördert werden, damit sie später im Leben auch alle Chancen haben. Und zum Schluss, zu guter Letzt, Professor Gerald Hüther, der Neurobiologe, sagt, jedes Kind ist eigentlich hochbegabt und wir brauchen ein neues Bildungssystem, denn in unserem derzeitigen liegen zu viele Potenziale von Kindern und Jugendlichen brach. Tja, ein erfülltes Leben, kaum möglich natürlich ohne die richtige Bildung. Doch der Weg zum klugen Kopf ist, wie wir alle wissen, kein leichter. Er bedeutet Stress für Eltern, Lehrer und auch schon für die ganz Kleinen. Kaum geboren und schon mächtig unter Druck. Wer soll wie und wo die richtige Bildung vermitteln? Gleich zum Babytanzen und anschließend in den Chinesischunterricht? Schließlich sollen die Kleinen doch konkurrenzfähig werden. Von daher finde ich das für meinen Sohn auch gut und wichtig, dass er Chinesisch lernt. Ehrgeizige Eltern, kleinteilige Politik. Die Bildung in Deutschland ein ideologisch vermintes Feld. Jedes Bundesland kocht sein eigenes Bildungssüppchen. Warum sind unsere Schüler so doof? Fragten wir bestürzt nach den ersten PISA-Studien. Das Land der Dichter und Denker, plötzlich graues Mittelmaß. Es folgten Kampfdebatten über Ganztagsschulen, Elitenförderung, Chancengerechtigkeit. Hauptsorge vieler Eltern? Unmöglich, schafft's mein Kind nicht aufs Gymnasium. Was bleibt, ist oft der Stress für Schüler, Lehrer und Eltern. Schlechte Ausstattung, Stundenausfall, Sparmaßnahmen. Deutsche Schüler überfordert und unterfördert? Ja, Lukas ist im ersten G8-Jahrgang in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Bochum, Hellwig-Gymnasium. Macht also jetzt gerade Abitur. Wie sieht denn der Schulalltag aus, Lukas? Ja, der Schulalltag ist zunehmend ziemlich schwierig für mich. Es wird von mir viel verlangt und ich muss mit großen Herausforderungen klarkommen, um meine Noten, die ich mir als Ziele setze, zu erreichen. Beschreib mal diese Herausforderungen. Die Herausforderungen sind ständig wechselnd und deswegen weiß ich nicht, wie ich sie genau beschreiben sollte. Es geht halt hauptsächlich ständig um die Klausuren, die uns Schüler vergleichen. Und ja, diese, jetzt im Moment bin ich ja im Abitur und da mache ich das Abitur nach 8 Jahren im G8. Und da hatte ich für vor 3 Jahren mehr nachzuholen. Jetzt mittlerweile bin ich eigentlich auf einer Stufe mit den anderen Schülern. Ja. Dennoch viel zu tun. Okay, dieses viel zu tun. Und natürlich hast du sicherlich auch einen gewissen Anspruch, willst einen Zensurendurchschnitt haben, um danach irgendwie ein vernünftiges Studienfach zu kriegen. Ich merke das bei vielen, auch bei meinen eigenen Kindern, ganz deutlich, dass da unter diesem Druck G8 eine Menge verloren geht, nämlich wenn es um die eigenen Interessen, um die eigenen Talente geht. Ich weiß von dir, du hast Gitarre gespielt, Karate gemacht. Ist das alles noch möglich oder ist der Tag jetzt so vollgestopft? Ja, der Tag ist wirklich vollgestopft und deswegen ist das zunehmend für mich schwierig. Gitarre spiele ich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Beim Karate habe ich auch meine Abstriche gemacht. Ich versuche noch 1-2 Mal die Woche hinzugehen. Das war früher deutlich häufiger auch. Das schaffe ich oft nicht mehr, weil ich halt für die Schule zu tun habe.
Würdest du sagen, dass die Schule dich gut auf das Leben jetzt vorbereitet? Oder vermisst du da was? Ich vermisse da auf jeden Fall was. Und man kann das natürlich in vielerlei Hinsicht deuten. Und ich würde fast ein wenig zynisch behaupten, dass die Schule mich in dem Sinne gut auf den späteren Arbeitsalltag vorbereitet, weil die Schule mir vermittelt, wie ich mit großen Überforderungen klarkomme, wie ich auf spätere große Anforderungen in der Wirtschaft irgendwie fertig werden sollte. Und ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, schon in meinem Alter. Das heißt, du hast schon fast eine konkrete Vorstellung für das, was du danach machen willst? Ja. Sag mal. Das ist Jura, möchte ich studieren. Mhm. Bist du politisch aktiv? Ja, richtig. Ich bin Jusos? Genau, der Jugendorganisation der SPD. Mhm. Mhm. Wir können das nachher vielleicht ein bisschen vertiefen. Wir haben da nochmal gerade zum Thema G8 einen längeren Block hier in der Sendung vorgesehen. Erkennen Sie sich da wieder? Ich meine, und an Ihre eigenen Kinder. Sie haben eine Tochter, die ist, glaube ich, schon durch mit Abi, 19? Die ist schon 21. 21. Die hat gerade angefangen zu studieren. Aber da ist noch ein Sohn, der auch 15, 16 ist. Der ist in der 10. Klasse, der ist 16 und ich erkenne da sehr viel wieder, insbesondere den Punkt, dass man sehr monothematisch auf das Leben vorbereitet wird. Es fehlt ja der ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Das kann ja nicht nur eine Vorbereitung aufs Berufsleben sein. Wobei die Eltern, die sich jetzt nur kurz, wir werden ja nachher nochmal drüber sprechen, für das G9 engagieren, die sind ja durchaus auch an Leistung interessiert. Aber sie möchten eine abgerundete Persönlichkeit, kritisches Denken. Das kommt eben da doch ein bisschen zu kurz, das selbstständige Denken. Wir haben jetzt an unserem Tisch mit Herrn Maurer eine ganz andere Schulbiografie sitzen. Also der einen ganz eigenständigen und eigenwilligen Weg gegangen ist. Er kommt aus Bayern und er sagt von sich, ich bin mehr Schüler gewesen als die meisten Menschen. Ich versuche das mal aufzuzählen. Grundschule, Hauptschule, Realschule, Berufsschule, Abiturient, Student. Wie kam es zu dieser beeindruckenden Schulkarriere? Das System macht es nötig. Also ich wollte Journalist werden. Ich war noch auf der Journalistenschule, das haben Sie vergessen. Also auch eine Art von das Schule. Ist mehr, ist mehr Schüler, als man manchmal auch will. Und ich wollte das machen und das Bildungssystem, das wir haben, ja, das nötigt einem das ab. Da muss man sich halt von einem Baustein oder von einer Schule zur nächsten hangeln. Das heißt, aus Ihrer Umgebung war es damals nicht möglich zu sagen, ich will Journalist werden, will aufs Gymnasium, weil eine Empfehlung des Hauptschullehrers nicht da war? Oder wie, wo hat es gebremst? Also ich war auf der damaligen Hauptschule. Und dann ging es, das war bei mir auf der, ich war in der 6. Klasse und es ging darum, ich wollte auf die Realschule wechseln, weil ich auch Journalist werden wollte. Und dann war meine Mutter war beim Elternabend und der Lehrer sagte zu ihr, ja, das hat doch keinen Wert bei ihm und meinte damit die Realschule. Und meine Noten waren im durchschnittlichen Bereich, hatte ein Zweier, zwei Dreier, vorher war ich besser, die Jahre vorher. Und dann hat meine Mama das angenommen und hat gesagt, ja, also dann schafft das wohl nicht. Da war die Traute nicht da zu sagen, mein Sohn geht da trotzdem jetzt auf eine höhere Schule. Genau, was ja auch mit Studien, also Studien belegen das ja auch, dass bildungsferne Milieus Lehrerempfehlungen annehmen. Jetzt haben wir mit Frau Monam hier jemand sitzen, sie muss auch Empfehlungen immer rausgeben. Das ist bestimmt nicht einfach. Ja, sie ist Hauptschullehrerin mit Leidenschaft. Sie hat gesagt, das ist mein Feld, in dem ich gerne arbeite, in Augsburg. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen, was Herr Maurer gesagt hat? Als die Empfehlung vom Lehrer kam an die Mutter, hat die Mutter gesagt, jo, wenn der Lehrer das sagt, dann muss das wohl so stimmen. Das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Und es ist einfach so, dass die Eltern, auch unsere Schüler, von all den Möglichkeiten, die sich bieten, nicht so viel Ahnung haben. Und Sie meinen, der müsste mehr vermittelt aufgeklärt werden? Manchmal, wir klären schon auf, aber manche sind auch sehr ehrgeizig bei uns mit ihren Kindern und erwarten zu viel. Ich habe auch schon Eltern gehabt, die gesagt haben, er muss den qualifizierenden Abschluss machen. Das ist auch ein entsetzlicher Druck dann. Aber von ihrem ganzen Umfeld her sind sie natürlich nicht welche, die jetzt in erster Linie, was weiß ich, ein Abitur anstreben.
Ich persönlich und die Kollegen, die ich um mich habe, wir versuchen aber eben sehr wohl zu ermutigen. Aber ich finde so eine Aussage, ich finde überhaupt diese Lehrerprognosen oft sehr heftig. Mhm. Also ich würde mir nie anmaßen zu sagen, der taugt nur für die und die Schulart, weil ich dazu viel zu oft schon erlebt habe, wie Leute plötzlich über sich hinauswachsen, sich straffen. Ich habe schon Schülerin gehabt, die ist zweimal durchgefallen gewesen und hat sich dann so gestrafft, dass sie als Jahrgangsbeste ihre mittlere Reife gemacht hat. Und vorher hat man gedacht, die wird überhaupt keinen Abschluss schaffen. Ja. Es gibt so vieles, sodass ich eben nie sagen würde, lass uns den mal, der wird es nicht schaffen. Das würde ich mir nicht trauen. So, jetzt gibt es ja in seiner Biografie was ganz Besonderes. Bin gespannt. Naja, uns verbindet was. Auch, ich habe gedacht, eine Lehre tut ganz gut, aber bei Ihnen war das anders. Sie haben dann irgendwann den Job des Molkereifachmanns gelernt. Wie kam es dazu? Also da muss man sagen, ich habe dann die Realschule fertig gemacht und Teil der Realschule ist, es war 9. Klasse. Da wollten Sie immer noch Journalist werden? Wollte ich immer noch Journalist werden und dann kommt dann ein Mensch von der Arbeitsagentur, damals Arbeitsamt, auf mich zu und ich sagte ihm das und er sagte dann zu mir, ja, ob ich mir das gut überlegt hätte, so, also Schuster, bleib bei deinen Leisten mäßig, ja. Sollte ich nicht vielleicht... mir was suchen, was Anständiges suchen. Also das ist sehr frei übersetzt. Ja. Und es war dann die zweite Entmutigung nach der ersten Entmutigung, die dann ein paar Jahre vorher stattfand. Und, somit bin ich dann doch entmutigt worden und bin Molkereifachmann geworden und habe das dann mal angefangen und auch fertig gemacht. Wenn Sie das so sagen, Sie haben auch diese Geschichte, diese bemerkenswerte Geschichte geschrieben in der Zeit, die Titelgeschichte Ich Arbeiterkind, heißt sie, was haben Ihre Eltern denn beruflich gemacht? Mein Papa war Kaminkehrer lange Zeit oder Zeit seines Lebens. Meine Mutter ist immer noch Friseurin, hat einen eigenen Salon. Und ja, das haben die beiden gemacht. Wir sind an dem Punkt so der Chancengleichheit auch. Da können wir gern drüber sprechen. Es wurde ja schon eben angedeutet, dass da ganz unterschiedliche Zahlen zu sehen sind, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Eine OECD-Bildungsstudie aus dem Herbst des letzten Jahres. Also in Deutschland schaffen 20% einen höheren Bildungsabschluss als Vater und Mutter. Also schaffen den sozialen Sprung, in anderen Industrienationen im Durchschnitt 37%. Warum, Herr Hüther, verändert sich da bei uns nichts? Bildung, die man erwirbt, ist ja auch so eine Art Besitzstand. Und wenn Eltern eine bestimmte soziale Stellung erreicht haben, haben die natürlich den Wunsch, dass ihre Kinder diese Stellung dann auch erreichen. Und deshalb geben die sich sehr viel Mühe, den Kindern möglichst viel beizubringen, sie durch eine berufliche oder schulische Laufbahn zu führen, zum Teil mit großem Einsatz, mit sehr viel Nachhilfeunterricht und finanziellem Einsatz, weil sie wissen, das ist ein Investment, was dann unter Umständen dazu führt, dass das Kind später zumindest eine ähnlich hohe soziale Position einnehmen kann wie sie selbst oder möglichst sogar noch ein bisschen mehr. Und das fällt natürlich solchen Eltern wie von Herrn Maurer, schwer. Die haben gar nicht dieses Niveau, die wissen auch gar nicht, wie man das machen soll. Die haben nicht das Geld für die Nachhilfeunterricht und die haben erst recht kein Geld für Privatschulen. Und deshalb finden die sich eigentlich mit der Situation ab. Und das trifft dann eigentlich auch ihren gesamten Lebensnerv. Eigentlich sind das ja Menschen, die sich immer als Opfer der Verhältnisse verstanden haben. Ich kenne Biografien von Schülern hier aus gewissen Sozialprojekten in Hamburg. Und dann merke ich, dass gewisse Hauptschüler überhaupt keine Chance haben, da aus dem eigenen Milieu rauszuwachsen, rauszuspringen. Sie sind Lehrer mit Leidenschaft an einer Hauptschule. Welche Chancen haben die Hauptschüler? Oft spricht man ja bei der Hauptschule schon von Rest der Schule heute. Eigentlich hätten sie ja alle Chancen. Es ist ja nicht so, dass irgendwo Schluss ist. Aber das Problem ist, denke ich mal, zum einen haben sie diesen Stempel und den kriegen sie nun mal. Nach der 4. Klasse sind sie nicht weder aufs Gymnasium noch auf die Realschule gegangen und sie haben gespürt, sie haben es nicht geschafft. Dann gibt es eben, wie gesagt, die Möglichkeit, dass man in diesen mittleren Reifezweig kommt, was ja eines Teils sehr schön ist und für viele von unseren Schülern auch wirklich nochmal etwas ganz Motivierendes ist, ich habe das geschafft. Aber dann bleiben wieder die anderen, die das eben aus irgendwelchen Gründen auch nicht geschafft haben. Und ich denke mal, sie sind klug genug, obwohl sie oft so verkaufen, dass man meinen könnte, sie sind es nicht, um das zu spüren, um zu wissen, wir haben halt das alles nicht geschafft, was möglich gewesen wäre. Und dann schleppen sie einfach meiner Wahrnehmung nach
ein Riesenpaket auch an Problemen mit sich rum. Zum einen haben sie, also wir haben halt sehr viel Kinder mit, und Jugendliche mit Migrationshintergrund, was zum Teil eben auch mit Schmerzen, schmerzhafter Trennung, schmerzhaften Spracherwerb oder eben nicht gut erfolgten Spracherwerb zu tun hat. Sehr oft auch in den Familien viele Trennungen oder einfach Probleme. Und ich sehe diese Schüler, die ich da unterrichte, im Prinzip immer mit so einem schweren Rucksack anmarschieren. Der Rucksack ist nicht unbedingt der, in dem die Schulsachen drin sind. Das könnte auch mal eine Plastiktüte oder ein Handtäschchen sein. Aber der Rucksack, den wir nicht sehen, aber eben spüren, sie tragen an vielem schwer. Und das äußert sich für uns Lehrer oft so, dass wir sie wahrnehmen als unmotiviert, als gleichgültig, als träge, lethargisch. Ich stehe auch manchmal, ich meine es ihnen wirklich gut, ich mag alle meine Schüler. Ich bin wirklich bewusst und gerne Lehrerin geworden. Aber auch ich stehe manchmal da und sage, ich möchte euch aus der Reserve locken, ich möchte euch erwecken, ich möchte euch motivieren, ich möchte, dass ihr eure Stärken kennenlernt, dass ihr euch selber findet. Und das ist aber sehr, sehr schwer. Mhm. Herr Blöchle, Sie haben ja irgendwie ein ganz anderes Bild von Bildung. Sie haben gesagt, Sie geben Ihren Kindern am besten die Chance, auf eine Privatschule zu gehen. Warum machen Sie das? Weil Sie dem System nicht mehr glauben? Ja, zum einen ist natürlich das öffentliche Bildungssystem mit erheblichen Schwächen behaftet. Man erlebt, dass fachfremde Lehrer Unterricht geben in Mathematik, dass Stunden ausfallen, dass monatelang ein bestimmtes Fach gar nicht unterrichtet wird, dass die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist. Und das ist in einer Privatschule in der Regel gegeben. Da findet kein Unterrichtsausfall statt, da finden keine fachfremden Unterrichte statt und so weiter. Da kann man sich auch dann mal beschweren, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. In der öffentlichen Schule haben Sie quasi kaum Einfluss. Gut. Sie haben 5 Kinder insgesamt. Ja. Wie viel Geld geben Sie dafür aus? Momentan geben wir so ungefähr 2000 Euro pro Monat für die Privatschule aus. Mhm. Wie sieht denn der Tagesablauf bei den Kindern aus, wenn sie jetzt in die Privatschule gehen? Gehen morgens in die Schule, werden um 8 Uhr dort hingebracht. Die Schule geht von 8:30 bis 15:15 Uhr. Ja. Da gibt es auch Mittagessen. Dann werden sie wieder abgeholt von der Schule, machen zu Hause noch die Hausaufgaben und gehen dann den anderen Dingen nach, wie zum Beispiel Hockeytraining oder Klavierunterricht und dergleichen. Beschweren sich Ihre Kinder über zu wenig Freizeit? Nein, eigentlich nicht. Die haben auch genug Freizeit, die spielen auch mit anderen Kindern, die im gleichen Haus leben oder um die Ecke. Das ist kein Problem, das lässt sich durchaus organisieren. Was ist mit der Sprache? Da gibt es noch das Englische gleich dazu, das ist da bestehen Sie drauf? Das ist eine, die sogenannte Berlin British School, ehemalige Schule der Alliierten. Und die lernen sozusagen von Kindesbeinen an Englisch und waren zum Teil auch auf einem englischsprachigen Kindergarten. Wodurch sie praktisch wie eine zweite Muttersprache Englisch erlernen konnten, ohne dass sie das als Lernen und Anstrengung empfunden haben. Mhm. Sozusagen geschenkt, dieser Spracherwerb. Das heißt, es ist eine privilegierte Situation für ihre Kinder. Wenn man so will, ja. Ja. Es gibt ja den Ehrgeiz der Eltern, die am liebsten möchten, dass die Kinder schon pränatal Chinesisch lernen. Es gibt ja so eine Beispiele in der Forschung, oder? Ja klar, jetzt haben ja die Hirnforscher alles Mögliche herausgefunden und häufig werden dann eben diese Erkenntnisse auch benutzt, um bestimmte neue Vorstellungen zu entwickeln, was man alles so tun könnte. Und eine Vorstellung heißt eben, Kinder lernen ja vorgeburtlich schon und dann ist man sehr schnell irgendwie geschäftstüchtige Leute, die sind dann auf die Idee gekommen, dass man eigentlich dann während der Schwangerschaft sich so eine Art Lautsprecher auf den Bauch legen kann, damit das ungeborene Kind schon mal mit Chinesisch Bescheid wird. Herr Hüther, jetzt sagen Sie bitte als Wissenschaftler die Wahrheit. Jetzt sagen Sie nicht, dass das funktioniert. Die Wahrheit ist relativ einfach. Das nützt natürlich überhaupt nichts, wenn man da so einen Schaltrichter auf den Bauch der schwangeren Mutter legt und das versucht, nun das Chinesisch da schon in das ungeborene Hirn reinzubekommen, weil die Kinder eigentlich ungefähr 70% der Zeit schlafen. Und was man mit so etwas macht, ist, man hindert das Kind am Schlafen. Ich würde sagen, wenn man unbedingt ein unruhiges Kind später haben will, sollte das Chinesisch hassen wird. Möglicherweise auch Chinesisch dann jedes Mal weint, wenn es wieder Chinesisch hört, dann sollte man das machen. Ich glaube, das sind einfach Dinge, da wird mit Ängsten von Eltern gearbeitet, weil Eltern natürlich den berechtigten Wunsch haben, dass sie alles tun, damit dieses Kind in diese Welt hineinwächst und dort einen guten Platz auch einnehmen kann. Also wir haben jetzt zwei Welten irgendwie kennengelernt, in dem, was wir erfahren haben. Ich würde mal jetzt so ein bisschen das Wissenschaftliche, Theoretische gern gehen. Wie lernen
Kinder richtig? Sie als Neurobiologe, was passiert da? Was passiert beim Lernen? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns noch mal angucken, wie wir das früher gedacht haben. Und früher hat man gedacht, man müsse es immer wiederholen und man müsse es häufig genug machen. Und dann hat man auch geglaubt, man könnte den Kindern das einfach beibringen. So die, was wir heute wissen, ist, der Einzige, der sich das ins Hirn bauen kann, ist das Kind. Das heißt, das sind Vernetzungsprozesse, die im Hirn vor sich gehen müssen. Und die gehen nur vor sich, wenn das Kind das auch will. Und deshalb kann man dann plötzlich auch Anregung bekommen. Die Vernetzungsprozesse finden ja nicht statt, wenn das Kind in der Ecke sitzt oder vom Fernseher, sondern die Vernetzungsprozesse finden statt, wenn das Kind Anregung bekommt. Ja, wenn man mit ihm spricht, wenn man ihm vorliest, wenn man mit ihm singt, wenn man mit ihm spielt, dann finden Vernetzungsprozesse statt. Aber nicht von alleine. Und da ist der ganz wichtige Punkt, dass die Anregung essentiell ist. Ohne Anregung kann das Gehirn sich nicht entwickeln. Ja, das können Sie ja so glauben, aber Tatsache ist, dass genetisch in unseren Hirnen während der frühen Hirnentwicklung viel mehr Vernetzungsangebote gemacht werden. Das heißt, da ist immer mehr an Vernetzung da. Und dann hängt es davon ab, unter welchen Bedingungen das Kind groß wird. Und wenn das eine, nennen wir es mal, reichhaltigere Welt ist, bleibt dann mehr von diesen Vernetzungen stehen, als wenn das Kind jetzt die ganze Zeit vorm Fernseher groß wird. Dann kriegt es am Ende ein Hirn, mit dem es dann das ganze Leben lang wunderbar Fernsehen gucken kann. Wenn wir bei dem Punkt Talente sind, also wir haben das ja am Beispiel von Herrn Maurer gerade gehört. Der war sich ziemlich früh sicher, dass er Journalist werden möchte. Das war seine Sehnsucht, sein großer Wunsch. Das wissen nicht alle Jugendliche, sondern sie sind im Suchen, 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 was ist mein Ding? Wo bin ich gut oder was tue ich gern? Wo ist mein Talent? Es nützt nichts, dass man dem Kind jetzt ganz viel Stimulation anbietet. Ja. Sondern was ja viel wichtiger ist, ist, dass das Kind sich gesehen fühlt und dass da irgendwie Erwachsene da sind, die herauszufinden versuchen, wo es sozusagen dieses Leuchten in die Augen bekommt. Ja gut, so. Also wie können Eltern die Talente ihrer Kinder dann herausfinden? Indem sie sie in sehr unterschiedlichen Situationen sich anschauen und ihnen Gelegenheit geben, sich in unterschiedlichen Situationen zu erproben und dort Erfahrung zu machen. Und wenn sie dann sehen, da fängt ein Kind an, mit Hingabe sich irgendeiner Sache zuzuwenden, dann ist das der richtige Zustand, in dem das Hirn auch unglaublich viel lernt. Entdeckt man als Kind diese Hingabe auch, wenn mal keine Vernetzung oder keine Anregung stattfindet, sondern auch mal Ruhephasen? Ist das Faulenzen auch kreativ? Kann das auch kreativ sein? Ich glaube ganz, ganz doll ans Faulenzen, weil also ein Professor der Bucerius Law School hat mir mal gesagt, nur in den Pausen lernt man richtig denken. Und ich finde, das stimmt auch. Man muss Pausen haben, da man an die Decke starren, dann fallen einem die tollsten Sachen ein. Und diese Langeweile, da glaube ich ganz fest dran. Und genau daran fehlt es vielen Kindern. Wir haben das ja eben gehört, was für ein Stress Kinder im G8 zum Beispiel haben. Sie sind ja pausenlos beschäftigt und sie werden ja auch berieselt. Sie haben ja gar keine Zeit, selbst was zu entdecken, selbstbestimmt etwas zu tun. Und darum geht es aber vielen Eltern. Ich muss auch mal ein bisschen sagen, es wird hier so ein bisschen auf Eltern geschimpft, finde ich. Das klingt so ein ganz klein bisschen an mit dem auf den Bauch gebundenen Apparaten und so. Also Eltern haben ja, das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel auch gerade in dieser Frage des G8, dass Eltern so viel das G9 zurückfordern, liegt ja gerade daran, dass sie eine gerundete Persönlichkeit wünschen. Sie wünschen das Wissen, vertieftes Wissen, aber sie wünschen auch, dass das Kind lernt, selbstständig zu sein, selbstständig zu denken. Und ich glaube, die Rolle der Eltern darf man auch nicht zu negativ sehen. Also ich finde es ganz großartig, dass Eltern sich so ein bisschen von dieser Panik, der PISA-Tests, der internationalen Vergleiche und Globalisierung ein bisschen lösen und so mutig sind zu sagen, nein, wir wollen Zeit für unsere Kinder, wir wollen Zeit für Bildung, Zeit fürs Denken lernen, Zeit auch fürs Wissen vertiefen, also durchaus auch Leistung, aber eben mehr Zeit und nicht Beschleunigungswahn nur im Sinne der Wirtschaft. Sie gehen dann noch weiter. Sie sagen, man muss auch Schüler über ihre Mängel, nicht über ihre Stärken definieren. Wie meinen Sie das? Also ich finde, beides ist wichtig. Also das Kind muss natürlich auch Misserfolge erleben können. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man die davor nur schützen sollte. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, sitzen bleiben ist nicht unbedingt schlimm. Nur, was mir in der Schule tatsächlich fehlt... Richtige Zwischenfrage. Wie viele Sitzenbleiber hier am Tisch? Bitte ganz ehrliche Bekenntnisse. 3 von 7. Sitzen bleiben finde ich nicht schlimm. Nur was die Schule tatsächlich verpasst, finde ich, oder nicht genügend macht, ist, ein positives Feedback zu geben und dem Kind auch zu zeigen, da liegen deine Stärken. Denn wenn es seine Stärken kennt, ich glaube ich, ein bisschen auf der Linie von Herrn Hüther, wenn es seine Stärken kennt und auch ihm das gesagt, also ihm zurückgegeben wird, dann kann er auch mit seinen Misserfolgen besser klarkommen. Also dann, oder es lernt, auch mit Misserfolgen umzugehen, ohne dass es gleich eine persönliche Verletzung sein muss. Wir waren ja ausgegangen von dem Gedanken,
Also wie kriegt man raus, was das Kind will? Jetzt aus der Perspektive der Eltern, wo ist das Talent, wo ist irgendwie diese Hingabe, wo ist diese Sehnsucht für irgendetwas, das zu realisieren, das will ich machen. Lukas, hast du das für dich gefunden? Meine Sehnsucht. Ja, dass du sagst, das ist mein berufliches Bild und ich könnte mich da drin verlieren. Hast du da überhaupt jemals Zeit gehabt? Das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage. Weil wenn ich mich vor allem auf das stütze, was ich in meinem Leben erlebt habe, um daraus zu evaluieren, was ich denn gerne machen würde, dann fehlen mir da vielleicht auch ein paar Ecken. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt doch ein recht klares Bild. Eben wie ich schon sagte, möchte ich ganz gerne Jura studieren und das möchte ich machen, weil ich mit dem Kenntnis der Gesetze vielleicht auch einige Gesetze verändern möchte, die vielleicht ja auch in eine gute Richtung gehen. Du möchtest richtig gesetzgebend gestalten tätig sein. Ja, wer möchte das nicht? Ne? Ja, aber die Juristen sind ja oft, die sich entscheiden, Jura zu studieren, machen das, weil sie ja nicht so genau wissen, wo das hingeht. Und dann denken, ich studiere Jura und kann danach damit ganz viel machen. Ich kann in jede Ecke schlüpfen. Das ist nicht der Gedanke. Vielleicht auch ein Aspekt, ja, natürlich. Also ich habe jetzt das schon eine konkrete Vorstellung, aber natürlich kann es auch noch in eine andere Richtung gehen. Also, das ist ein Vorteil dabei auf jeden Fall. Ich frage das deshalb, weil ich war an deinem Alter, weil ich persönlich, ich wusste es nicht. Ich auch nicht. Auch nicht. Ich wusste es mit 17, ich wusste es mit 18 nicht und... Das ist übrigens auch einer der Punkte, denn das sagen viele Schüler und du hast es eben auch selber gesagt, dass sie natürlich, wenn sie nur 12 Jahre haben, sind sie auch ein Jahr jünger. Und diese Reife, dieser Prozess des Sich-Selbst-Findens und auch solche Entscheidungen zu treffen, der ist für viele Schüler selbst zu kurz, das sagen sie selber. Also meine Tochter hat das Abitur gemacht und ihre Mitschüler kenne ich. Und da gab es oft auch von Schülerseite das Gefühl, ich bin eigentlich noch zu jung, um jetzt schon ins Leben zu starten. Mhm. Viele gehen ja dann auch erstmal ins Ausland, weil genau dieses eine Jahr, das klingt so kurz, aber es ist am Ende doch wichtig. Mhm. Ich glaube, die Kürze der Zeit wird überbewertet. Einfach, also ich gebe Ihnen recht, also wenn man was gut kann, ist es egal, ob man das mit 31, mit 28 oder mit 34 gut kann. Man kann es gut. Ja, das Problem ist aber, dass alle über einen Kamm geschoren werden. In Berlin gab es immer die sogenannten Schnellläufergymnasien. Wer besonders begabt und leistungsfähig war, konnte innerhalb von 12 Jahren sein Abitur machen. Die anderen haben es mit 13 Jahren ganz normal gemacht. Und das war eigentlich ein gutes Modell, weil man individualisiert das in Anspruch nehmen konnte. Der eine konnte schneller, der andere konnte langsamer. Und diese Idee, dass alle über einen Kamm geschoren werden müssen und alle das Gleiche leisten und alle das Gleiche können müssen zum gleichen Zeitpunkt, das ist einfach lebensfremd. Menschen sind individuell unterschiedlich begabt und es wäre eigentlich Aufgabe des Bildungssystems, auch diese individuellen Begabungen individuell zu fördern und jedem sozusagen das Optimum mit seinen Begabungen zu ermöglichen. Wann wussten Sie, dass Sie Medizin studieren wollen? Relativ spät. Ich wollte ursprünglich Tiermedizin studieren, aber habe mich dann noch in die andere Richtung. Relativ spät. Ja, also was weiß ich, mit 18 oder so habe ich mich dann für die Medizin oder 19 entschieden, als ich Abitur hatte. Vorher war ich eher auf die Tiermedizin orientiert. Es gibt ja da auch andere Modelle. Also nehmen wir mal dieses Buch der Tigermutter. Amy Chua, also das, die Mutter des Erfolgs, wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte. Ein Buch, das nicht nur polarisiert hat, sondern auch provoziert hat. Also wenn man tatsächlich da seine Kinder hinbringt, zu glauben, dass man sie über Drill in eine Leistung hineinbringen kann. Was bringt so etwas? Was bringt Drill? Ja, Lernprozesse können im Hirn nur dann verankert werden, wenn es dem Kind unter die Haut geht. Das muss also schon ein bisschen wichtig sein. In der Vergangenheit, das haben wir auch in unseren Schulen vielfach noch so, wird das sozusagen emotional gemacht, indem man es früher mit Bestrafungen verbunden hat. Dann hat man es gelernt, damit man die Bestrafung nicht kriegt. Oder man hat es mit Belohnungen verbunden und dann wird es dann gelernt, damit man die Belohnung kriegt. Im Grunde genommen, was die Kinder wirklich gelernt haben, ist, wie man Strafen vermeidet oder wie man Belohnungen kriegt. Aber Mathe und Englisch, und das war ihnen eigentlich egal. So, das heißt, das ist das alte Modell aus dem vorigen Jahrhundert, ist leider immer noch in vielen Schulen sehr verbreitet. Dann gibt es eine zweite Form, wie man es emotional aufladen kann. Das hat diese Tigermutter gemacht. Kinder sind bereit, für ihre Eltern fast alles zu tun, wenn diese Eltern sich das sehr wünschen. Man, man,
Ich glaube, wir haben gar keine Vorstellung dafür, wie sehr Kinder bereit sind, sich selbst zu opfern, nur damit es der Mama gut geht. Mhm. Und wenn man das Buch liest, sieht man, das ist eigentlich gar nicht der Drill, der zum Erfolg geführt hat, was die für einen Erfolg hält, sondern hier hat sie eine Tochter in eine Situation gebracht, wo die Tochter gespürt hat, die Mama ist nur glücklich, wenn ich alles mache, was die Mama sich wünscht. Mhm. Und deshalb entsteht dann eine Situation, wo ein Kind bereit ist, alles zu tun. Interessanterweise ist das dieser Tigermama nur mit dem ersten Kind gelungen. Ja. Das zweite ist total daneben gegangen. Das ist ja häufig so, dass die zweiten Kinder dann aufsässig sind, dass die nicht mehr bereit sind, in diesen selben Kanal zu gehen, in dem das Erstgeborene schon drin ist, und dann entsteht plötzlich eine ganz andere Situation. Es ist also nicht der Drill gewesen. Das hat die nur so interpretiert. Ja, aber in Wirklichkeit war es die Liebe der Kinder zu dieser Mutter oder dieser Tochter zu der Mutter, die das Kind dazu gebracht hat, dass es alles das gemacht hat und sogar mit großer Begeisterung gemacht hat, was die Mutter sich gewünscht hat. Ja, aber Sie haben ja eben eine Formulierung zu Beginn benutzt. Es muss unter die Haut gehen. Sonst passiert nichts. Ja, und sonst verfestigt sich es nicht. Deshalb nützt es auch nichts, wenn wir den Kindern einfach nur viel anbieten. Ja, es muss etwas sein, was sie interessiert, was ihnen wichtig ist, und Lukas kann uns das vielleicht erzählen. Der hängt in diesem Prozess täglich drin. Was geht dir unter die Haut in der Schule, wo du sagst, das packt mich, das bleibt bei mir? Das ist es, genau das ist es, ja. Ich würde jetzt erstmal sagen, das ist Mathe, Das ist mir zu wenig generell, was mir unter die Haut geht. Ja. Ich habe eine Reihe guter Lehrer, die das Beste versuchen, und ich habe natürlich auch mein Lieblingsfach, das ist ganz klar Sozialwissenschaften, wo am meisten mir tatsächlich unter die Haut geht, wo ich dann bereit bin, mich da einzubringen auf verschiedene Art und Weisen. Aber da fehlt dann auch wieder irgendwo die Zeit, und deswegen ist es dann tatsächlich sowas, was mich wirklich berührt, und sowas mir zu wenig, und da muss ich auf jeden Fall meinem Vorredner recht geben. Mhm. Sehen Sie, da haben wir das Beispiel. Herr Blöchle war eben drauf und dran zu widersprechen. Habe ich den Einwurf da richtig interpretiert? Ja, absolut. Eins muss man ja sehen mit dieser Tigermutter, die kommt ja aus dem asiatischen Kulturkreis. Und dort ist der Konfuzianismus sehr dominant. Und ein Grundsatz des Konfuzianismus lautet, nur Bildung führt weg vom Reisfeld. Das heißt, das ist die einzige Chance, weg von der harten Arbeit zu kommen, hin zu einem besseren Leben und zu einem besseren Einkommen. Mhm. Und der zweite Punkt, den man einfach auch einwenden muss, die Menschen, die emigrieren aus diesem Kulturkreis, egal ob sie hier in Deutschland emigriert sind oder in den USA, deren Kinder gehören, auch wenn sie als 12- oder 13-Jährige emigrieren, ohne ein Wort Deutsch zu können, zu den Besten, die Schule abschließen, die gehören überdurchschnittlich häufig im Vergleich zu anderen Migrantenfamilien, zur Akademikergruppe, die also sozusagen schon in der allerersten Kindergeneration, die mit einwandert, einen Universitätsabschluss haben. Also so ganz Leute sind zumindest sehr, sehr erfolgreich. Aus welcher Motivation die Kinder das leisten, mag noch eine andere Frage sein, aber vom Bildungserfolg ist es enorm. Ja, aber man muss sich schon angucken, was dahinter steckt. Und ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der in Shanghai diese PISA-Studien begleitet. Und die sind ja dort Dimensionen besser als unsere, sodass sich alle wundern, warum ist denn das so gut? Und der sagt, das sei eine alte chinesische Tradition, die wir uns kaum vorstellen können, dass dort Kinder bereit sind, alles für ihre Eltern zu tun. So wie auch Untergebene in dem Staat, also die Bauern, alle bereit waren, alles zu tun, was der Herrscher wollte. Das heißt, wir haben hier so eine ganz sonderbare kulturelle Tradition, sich sozusagen hinzugeben, wenn das nur die anderen glücklich macht, die da Vorgesetzte sind oder Eltern sind. Und das führt in Shanghai zu einer Situation, dass die Kinder bereit sind, 20 Stunden am Tag zu lernen, nur damit die Mama glücklich ist. Und das wiederum bringt die Kinder in eine Situation, wo die dann am Ende so viel lernen, dass die sich selbst nicht mehr spüren. Und jetzt sagt er, jetzt sind die ersten Fälle aufgetreten, wo pubertierende Kinder ihre eigenen Eltern im Bett erstochen haben. Aus Verzweiflung sozusagen. Und nicht zu reden von denen, die da von irgendwelchen Brücken runterspringen und mit ihrem eigenen Leben nicht mehr zurechtkommen. Das ist sozusagen das, was dabei herauskommt, wenn man diese Art der Leistungszucht über diese Bindung so sehr auf die Spitze treibt, dass das Kind sich selbst nicht mehr findet. So, wenn wir über Strenge reden, waren Sie eine strenge Mutter? Ich glaube nicht. Ich habe versucht,
klar zu sein. Also mir ist immer nicht wichtig, ob streng, ich finde, man muss klar sein. Und ich finde überhaupt, es ist ganz schwer zu sagen, nur so ist es richtig. Ich kann einfach nur so sein, wie ich es für richtig halte. Ja. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, mir waren meine Kinder sehr wichtig, mir sind sie es bis heute, mir sind meine Schüler sehr wichtig. Ich versuche es gut zu machen, ich betreibe Selbstreflexion und ich möchte, dass die wissen, wie ich bin. Ich will authentisch sein und ich möchte auch sagen können und sage es auch immer wieder, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder dass ich denke, das hätte ich besser machen können, aber ich habe es im Moment nicht so gut hingekriegt. Frau Mona, es gab eine sehr sympathische Stelle in Ihrem Buch. Und zwar, da heißt es, ja, da erzählen Sie über sich selbst als Schülerin. Mhm. Und dann sagen Sie, ich war die Unsympathische, die bei der 3 schon geweint hat. Mhm. Darüber lachen sich meine Söhne kaputt. Also die haben mir angeschaut wie ein fremdes Wesen, als ich mal zugegeben habe, dass ich eben so super ehrgeizig war. Und der Witz war, ich war es von selber. Meine Eltern standen mehr oder weniger ratlos vis-à-vis und waren schon mal erstaunt, dass ich unbedingt aufs Gymnasium wollte. Ich habe mich aus irgendeinem Grund selber so unter Druck gesetzt und wollte einfach sehr gut sein. Sehe ich heute ganz anders, aber damals war ich einfach so. Und was daraus gelernt fürs Leben aus dieser Situation? Da isoliert gewesen zu sein in der Schulklasse? Ich habe gelernt, dass das nicht schön war. Ich habe Gott sei Dank inzwischen, ich habe nur mit vielen von damals Kontakt und die haben mir wenigstens bestätigt, dass ich keine widerliche Streberin war, sondern dass ich den anderen auch geholfen habe. Das hat mir gut getan. Aber was ich einfach auch sagen muss, obwohl ich so sehr gut war, und da könnte man ja jetzt meinen, da ist was ganz Tolles rausgekommen, von der Nachhaltigkeit her. Also ich habe unglaublich viel vergessen. Ich fand es sehr beschämend, als meine Kinder mit Latein angefangen haben. Latein war eines meiner Sternfächer. Ich war richtig und gut. Und Sie konnten nicht mehr liefern? Ich habe es einfach nicht mehr gewusst. Ja. Und darf ich da mal kurz einhaken? Ich finde es nämlich, ich verstehe das, was Sie sagen, aber ich finde es immer ein bisschen gefährlich zu sagen, ich erinnere mich nicht an das, was ich in der Schule gelernt habe. Denn ich finde, man lernt in der Schule ja nicht nur, um dann später alles wieder auswendig nachsagen zu können, sondern um Zusammenhänge zu begreifen. Ja, da muss man sich nicht mehr an alle Details später erinnern. Aber man hat eine Grundlage gebildet und man hat Zusammenhänge begriffen und man kann also auch Werte bilden. Und deswegen ist zum Beispiel vielen Eltern, gerade die jetzt auch meine Petition oder überhaupt fürs G9 sind, ist gerade wichtig, dieses vertiefte Wissen, die Allgemeinbildung, dass man auch musische Fächer lernt. Die mögen dann vielleicht im Leben später nicht mehr so wichtig sein für irgendwie juristische Tätigkeiten oder so. Aber gerade das macht ja die breite Persönlichkeit aus. Und deswegen ist das so wichtig, dass also an der Bildung, wir sprechen jetzt immer von Verschlankung und es soll alles gestrichen werden, das widerspricht vielen dem, was viele Eltern wünschen. Die wünschen sich eben eine gerundete Bildung. So, wir haben ja erfahren eben gerade von Lukas, dass das Musische aus seinem Leben quasi verschwunden ist. Gitarre wird nicht mehr gespielt. Wenn wir an dem Punkt sind, was diese Verkürzung verursacht, dann lassen wir uns doch gleich mal darauf einsteigen. Einer der Hauptstreitpunkte in der Schuldebatte ist das sogenannte Turbo-Abi, auch als G8 bekannt, und darum geht es. Vor 12 Jahren im Saarland. Das Turbo-Abi nach nur 12 Schuljahren wird eingeführt. Was im Osten schon länger üblich war, wird nach und nach auch im Westen Standard. Die Idee? Gleicher Lehrplan, schnellere Umsetzung, jüngere Abiturienten. Das Ziel? Ein früherer Berufseinstieg. Doch von Anfang an gibt es auch Kritik. Stress und Überforderung für die Schüler, Unmut bei den Eltern, zusätzliche Kosten für Nachhilfe. Da muss man eigentlich so gut wie alles einschränken. Also ich habe Sport aufhören müssen, weil es anders einfach nicht geht. Mit den 34 Wochen schon ist es ja nicht vorbei. Man muss viel an Stoff zu Hause behandeln. Also bei mir ist echt nur das Wochenende da, um mich irgendwie mit Freunden zu treffen oder irgendwas zu machen oder so. Inzwischen geht der Trend im Westen auch deshalb wieder zurück in Richtung klassisches Abitur nach 13 Jahren. In vielen Bundesländern können Eltern und Schüler jetzt selbst zwischen dem G8 und G9 Modell wählen. Ja, Frau Kirsch, Ihre Tochter war, glaube ich, fast einer der ersten Jahrgänge hier in Hamburg. Sie haben es eben gesagt, sie ist heute 21, die G8 gemacht hat. Wie erging es ihr dabei? Ja, es war so, dass wir plötzlich von einer Woche auf die andere mehr oder weniger 5, 6, 7 Stunden Unterrichts- und Arbeitsstunden pro Woche mehr hatten. Und das musste verkraftet werden. Und das fing ja harmlos an, aber es baut sich ja immer weiter auf über die Jahre. Es entsteht auch Stress für die Kinder, denn sie haben ein Arbeitspensum, das manche Erwachsene nicht haben. Da geht es um 45, 50 oder sogar mehr Stunden.
Und es fehlt vieles in der Schule, deswegen sprechen wir jetzt auch neuerdings von Hilfslehrern-Eltern. Es gibt ja jetzt eine Studie, dass Eltern Hilfslehrer sind zu 75% und teilweise ihre Jobs sogar aufgeben, weil in der Schule dann die Vertiefung fehlt. Das heißt, in der Schule wird über viele Themen nur noch so hinweggeglitten und Eltern haben das Gefühl, sie möchten ihren Kindern das aber dann doch anbieten und nicht nur, weil sie unbedingt so erfolgreich sein sollen, wie Sie das vorhin sagten, sondern weil sie auch tatsächlich an dieser Bildung interessiert sind. Es geht schon darum, dass man eben etwas auch wissen möchte. Ja, man kann das ergänzen, der Markt der Nachhilfelehrer ist unglaublich gewachsen. Nimmst du Nachhilfe? Ich bin selbst Nachhilfelehrer. Hey! Ja, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also ich sag mal, es gibt, glaube ich, viele Leute, die eben nicht die Chance haben, von ihren Eltern zu lernen. Ich glaube zum Beispiel gegenüber der Maurer wird das ganz ähnlich sehen. Ich habe sehr viel von meinen Eltern gelernt. Entschuldigung, ich meine natürlich auch... Aber es gibt gewisse Dinge, die man vielleicht dann nicht lernt, die man in anderen Haushalten lernt. Aber ich habe sehr viel von meinen Eltern gelernt. Das wollte ich jetzt so gar nicht sagen. Entschuldigung, dass ich gerade dich angreife jetzt hier. Ja, also ich meinte natürlich das, was man irgendwie lernt, was irgendwie so genau auf diesen Stoff passt. Und da hatte ich Glück gehabt, aber viele andere haben da Pech. Und was passiert mit denen? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Frage. Gerade in diesem ersten Jahr fühlt man sich da manchmal so ein bisschen als Versuchskaninchen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da eine Anekdote erzählen. Und zwar in der... Ich habe es auch erst langsam so erfahren überhaupt, was das bedeutet und dass es überhaupt ist mit G8. Und als ich das dann erfahren habe, dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen uns das ganz beeilen. In jedem Fach wurde auf einmal gesagt, ja, wir müssen das und das und das noch schaffen. Ja. Und genau so ist es. Ich weiß noch, am Ende der 9. Klasse habe ich ganz schnell noch irgendwas über Sinuskurven erfahren. Und letztes Mal wurde das gefragt und wusste niemand mehr. Also, ne? Und es gab dann auch natürlich, in Englisch habe ich das erlebt, dann wurden zwei Englischbücher in einem Jahr abgegrast. Weil das musste ja noch durch und es... Wie haben denn die Lehrer auf diese Reform reagiert? Haben die sich auch mal mitgeteilt und ganz ehrlich sich bekannt und gesagt, hey, wir haben es jetzt irgendwie aufoktroyiert gekriegt, wir müssen jetzt den Unterricht da anpassen? Das habe ich so von keinem gehört, aber die Lehrer trifft da überhaupt gar keine Schuld. Und ich glaube, bei uns ist das noch sehr gut gelaufen an der Hellwig-Schule. Aber ich habe von anderen Freunden von mir gehört, dass es da noch wesentlich hektischer war. Und einfach so ein hektischer Beschluss von oben, der dann auf sowas... der so schnell einfach abrupt durchgesetzt werden muss, ist ja irgendwie ein Unding. Also vielleicht das, darf ich kurz mal erzählen, die Eltern sprechen vielleicht mit den Schülern nicht darüber, denn sie wollen die Schüler vielleicht auch nicht verunsichern, aber mit den, die Lehrer meine ich, sondern sie sprechen mit den Eltern. Und mir haben diverse Lehrer gesagt, dass sie das sehr bedauern, dass sie zum Beispiel nicht mehr in die einzelnen Bereiche so vertiefend hineingehen können oder auch wiederholen können. Das gilt für Mathematik, da gibt es auch Studien, dass das Wissen auch zurückgegangen ist in Mathematik im Abitur, aber zum Beispiel auch in Deutsch, dass man zum Beispiel gerade in Literatur, das ist ein Thema, wo man auch eine gewisse Reife verbraucht. Und da ein vertiefendes Gespräch über Literatur nicht mehr möglich ist. Das hat mir gerade vor zwei Wochen ein ehemaliger Schulleiter gesagt. Ähnlich auch in Naturwissenschaften. Da fehlt es oft an Zeit und das sagen die Lehrer wahrscheinlich auch aus pädagogischen Gründen nicht den Schülern. Aber im Elterngespräch hört man das schon sehr oft. So, haben Sie eine Initiative, eine Elterninitiative hier in Hamburg gegründet, G9 jetzt. Also das Turbo-Abi soll da wieder abgeschafft werden. Warum wollen Sie das 13. Schuljahr, ach, Sie haben es eigentlich genügend schon dargestellt, die Argumente sind da. Ja, aber es gibt noch mehr. Ja. Also es gibt ja vier Argumente. Das ist einmal das Wissen, dann ist es der Stress. Also viele Kinder haben auch Stress, die klagen über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Mhm. Und wir haben eine Petition gegründet, wo man, also vor 6 Wochen gestartet, das hat einen tollen Erfolg gehabt. Innerhalb von 6 Wochen haben wir jetzt über 5000 Unterschriften. Und da begründen die Eltern auch, warum sie das unterschreiben. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen, weil diese Begründungen sind wirklich... Also ich finde es auch für Herrn Hüther so toll, weil es so Mut macht, weil Eltern plötzlich, weil man sieht, dass Eltern auch andere Werte haben, als eben nicht nur diese schnelle, beschleunigte, top angepasste, berufstätige junge Mensch, sondern eben eine Persönlichkeit. Und das ist eben einer der Punkte, Persönlichkeitsentwicklung. Und die Reife am Ende, eben auch die Zeit zu haben, erstmal Zeit für Bildung. Es gibt diesen schönen Satz, wenn man an Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Also dass das Kind eben die Zeit hat, die Bildung wirklich aufzugreifen. Herr Blöchle, wäre es... Gras kann man aber düngen und wässern, das kann man schon machen mit Gras. Die nicht, aber man kann es schon wäre kriegen. Es für Sie okay, wenn Ihre Kinder, ich spinne jetzt mal ein bisschen darum, nicht 12, nicht 13, sogar 14 Jahre bräuchten? Wenn das Kind es bräuchte, um diesen Schulabschluss zu machen, der für weitere Wege die Tür öffnet,
Kein Problem. Das geht mir gar nicht um die Zeit, wann das Kind sozusagen die Schule abschließt. Im Übrigen, diese internationale, also diese britische Schule wird auch mit 13 Jahren Abitur machen, eben, nicht mit 12. Ja. Ja. Und alles, was hier noch angesprochen wurde, Persönlichkeitsbildung und Vielfalt, das wird da alles geboten, vielleicht sogar in größerem Umfang noch als in einer öffentlichen Schule. Sport, verschiedene musische Betätigungen und so weiter, Austausch mit anderen Ländern, also Schulreisen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist eine privilegierte Situation, ja, aber aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe, hat es irgendwelche Vorteile, das zu verkürzen? Nicht per se. Für denjenigen, der sich langweilt in 13 Jahren, mag es ein Vorteil sein, wenn er es schneller machen kann, wenn er das möchte. Mhm. Das sagen ja sogar Bildungsforscher. Es gibt also keinen Bildungsforscher, der sagt, dass eine Beschleunigung, also eine Verkürzung der Schulzeit, irgendeinen pädagogischen Sinn macht. Das hat man nur gemacht, weil die Wirtschaft jüngere Absolventen der Schule wünschte. Und natürlich ist es auch ein gewisser Spareffekt, wenn man ein Schuljahr weglässt für Stadt und Regierung. Richtig, das System. Lukas, aus der Erfahrung mit deinen Mitschülern, vielleicht das nochmal so als Gesamtgefühl, als Gesamtbild, geht es da allen so oder gibt es da so ein paar Ausnahmen, die da glatt durchgehen? Und also ich will mich jetzt selber tatsächlich als jemanden beschreiben, der jetzt nicht so der am schlimmsten Getroffenste ist. Also wie ich auch schon gerade sagte, Freunde, mit denen ich spreche, die erleben da härtere Sachen. Und auch ich wurde ja jetzt praktisch in der 9. Klasse, kam das alles rein. Und danach war wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt im Abitur finde ich das fast gar nicht mehr so stressig wie Ende 9., Anfang 10. Klasse. Und von der 5. bis 7., 8. Klasse habe ich gar nichts gemerkt. Aber jetzt eben die Freunde von mir, die das jetzt schon ab der 5. haben, die spüren da tatsächlich schon von Anfang an was. Und dieses Gefühl am Anfang ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Also, dass man in so einem jungen Alter so getrimmt wird, und ich würde auch da dem ganz klar widersprechen, dass man da gut seine Persönlichkeit bindet. Weil in der Schule ist ein ganz klar vordefinierter Weg, ganz klar vordefiniert, auch in jeder Diskussion ganz klar vordefinierte Argumente, die man anzubringen hat. Und wenn man sich da mal abseits von dem irgendwie erkundigen möchte, das macht man doch eigentlich in seiner Freizeit. Also und wenn diese Freizeit nicht da ist, mal etwas zu erarbeiten, was gar nicht in den, im Schulcurriculum steht, dann ist das, finde ich, ein sehr großer Gewinn, ein viel größerer Gewinn für die Schüler, als irgendwie in der Schule genau das zu lernen, was dort verlangt wird, nur weil das später wichtig ist, um die Schüler einmal total radikal voneinander miteinander zu vergleichen, um sie zu selektieren nach der Nutzbarkeit in der Wirtschaft. Also das finde ich absurd. Und das war das Argument. Darf ich noch einmal ganz kurz sagen, denn ich glaube, das, was Sie eben sagen, das finde ich auch wichtig. Denn wir haben jetzt diesen Zwang zum Turbo G8, aber ich finde Zwang überhaupt nicht gut. Also ich finde Vielfalt gut. Und deswegen sind wir auch der Meinung, es soll eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 geben, sodass jeder sein Tempo wählen kann. Sodass du zum Beispiel, wenn du sagst, ich schaffe es auch schneller, auch die Möglichkeit hast. Also ich finde, das ist eigentlich der Punkt, dass jeder sein Tempo wählt. Ja, Frau Monan kann vielleicht aus Ihrer Praxis, auch wenn sie jetzt sich um 7., 8. Klasse kümmert, vielleicht aber was dazu sagen, wenn Sie diese Problematik hören, wie Lukas gerade berichtet aus dem ersten Jahr, dass vieles verloren gegangen ist von dem, was er glaubte, dass die Schule einem liefern kann. Was meinen Sie, sind wir da mit der G8-Verkürzung auf dem richtigen Weg? Ich muss jetzt erstmal sagen, dass wir uns hier wirklich in zwei vollkommen verschiedenen Welten befinden. Mhm. Und zwar radikal verschieden. Und wenn Sie sagen, die Eltern sind inzwischen so, dann sage ich, es sind manche Eltern so, das ist eine bestimmte Gruppe von Eltern. Ja. Es gibt sicher auch immer noch welche, die dieses G8 hochhalten. Und dann gibt es eben auch ganz viele, wie ich sie erlebe. Und ich habe sie erst vor kurzem wieder erlebt beim Elternsprechtag. Es sind fast immer Eltern, die auch was Gutes für ihre Kinder wollen. Oft wollen sie wirklich das Beste. Oft sagen sie, wir haben es nicht geschafft, aber unsere Kinder sollen schaffen. Aber sie wissen einfach oft nicht, wie sie es machen sollen. Sie sind hilflos, sie sind selber manchmal irgendwo auch haltlos. Sie sind durch ihre Verlassen der Heimat oder auch das Leben zwischen den Kulturen verunsichert. Sie sind verunsichert durch ganz vieles, was sich zurzeit gesellschaftlich abspielt. Sie wissen eigentlich nicht genau, wie richtig es Erziehen geht. Sie haben oft die Kraft nicht. Man muss einfach auch sehen, wie da das Umfeld aussieht. Die haben ganz andere Probleme. Wie helfen Sie denen? Wie ich denen helfe, indem ich so gut mit ihren Kindern umgehe, wie es mir möglich ist, und indem ich mit ihnen signalisiere, dass wir an einem Strang ziehen und beide das Beste für dieses Kind wollen. Aber wir sind ja auch alle in einem System gefangen. Und
Ich wollte auch dazu noch mal was sagen. Vorhin hieß es so schön, das Kreativ, oder Sie haben doch irgendwas von der Langeweile gesagt. Ich halte auch das kreative Potenzial der Langeweile sehr hoch. Auch ich selber habe in der Langeweile schon die tollsten Sachen mir ausgedacht und sehe das bei meinen Kindern auch. Unsere Schüler haben eigentlich keine Zeit mehr aus einem ganz anderen Grund, ganz anders als du das schilderst. Die haben auch keine Zeit mehr für Langeweile, weil sie medial umzingelt sind. Mhm. Und jetzt möchte ich aber nicht die Alte sein, die gegen die modernen Medien ist. Ich bin sogar selber medial ziemlich unterwegs. Ich sehe nur, dass die im Prinzip in einer Situation sind, die wirklich hart ist. Es gibt so vieles, es gibt ständig was Neues. Man will es haben, 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 man will mithalten können. Mhm. Man hat Eltern, die oft gar nicht viel Geld haben. Ich denke, viele der Haushalte werden auch irgendwie verschuldet sein, weil ich sehe, dass die ständig was Neues haben. Dieser Dauerdruck, ich muss es auch haben. Ich muss es auch haben. Ob das jetzt Mode ist, ob das Style ist, ob das eben wieder neue Medien sind. Und ich habe inzwischen das Gefühl, manchmal ist die Schule eigentlich nur noch die Unterbrechung dessen, was sie eigentlich wollen, was ihnen in Wirklichkeit, tut mir leid, wenn ich so sage, nicht gut tut. Sie meinen natürlich, es tut ihnen gut, aber es kann ja im Prinzip der ganze Tag so verbracht werden, mittels dieser Medien, ob das jetzt Smartphone, das Playstation. Du glaubst es nicht, dass sie ihr Leben so verbringen? Also sie machen, ich rede sehr viel mit ihnen, sie machen natürlich auch noch was anderes, als nur auf der Couch liegen und Medien bedienen. Aber das nimmt schon ziemlich großen Raum ein. Jetzt sind das hier zwei Welten, ja, also das, die wir hier beschreiben gerade. Herr Hüther, geht das irgendwie zusammen? Sie sagen ja, es braucht ein ganz anderes Schulsystem. Wie geht das? Ich bin ja jetzt die ganze Zeit schon so still, weil ja, es ist uns aufgefallen, dass wir hier in einer ganz misslichen Situation stecken. Und deshalb, das, was immer wieder auftaucht, das, was offenbar wirklich, wirklich wichtig ist im Leben, ist doch eigentlich nicht das Wissen, was man sich in der Schule angeeignet hat. Da gibt es doch genügend Studien, die zeigen, zwei Jahre nach dem Abitur ist 80% davon wieder weg. Das, worauf es wirklich im Leben ankommt, das haben Sie hier immer so diffus Persönlichkeit genannt. So, und jetzt muss man doch mal die Frage stellen, wie wird man denn so eine Persönlichkeit? Wie kriegt man denn das? Damit kommt man ja nicht auf der Welt, auf die Welt. So, und was wünschen wir uns für Persönlichkeiten im 21. Jahrhundert, die aus der Schule etwas mitgebracht haben sollen, was man da auch wirklich unbedingt braucht? Und was sind das für Eigenschaften? Und dann stellen wir fest, das ist nicht, dass man in der Schule gelernt hat, innerhalb kürzester Zeit irgendwelchen Stoff sich auswendig ins Hirn zu tun, um ihn dann in einer Prüfungssituation von sich zu geben, damit man eine gute Zensur kriegt und anschließend alles wieder vergisst. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Menschen, die in allen Fächern eine Eins gemacht haben im Abitur, aber kein einziges Fach wirklich lieben. So, Herr Hüther, dann machen wir es ein bisschen konkreter. Wie soll ein Schulsystem aussehen nach Ihrem Modell? Was machen Schulen anders, die Sie für vorbildlich halten? Wir sind ja kürzlich mit so einer Roadshow unterwegs gewesen und haben versucht, einmal vorzuführen, was eigentlich denkbar ist. So, und da gibt es ja Schulen in unserem Land, die sind so toll, da weinen die Kinder, wenn Ferien sind. Was ist das andere jetzt in diesen Schulen? Da gibt es keinen Unterricht von vorn, wo einer was erzählt, sondern da gibt es Büros. Da können die Schüler sozusagen, da gehen die Schüler hin in ihr Mathebüro und haben Aufgabenpakete, zum Beispiel die Integralrechnung, und die eignen die sich selbst an. Und zwar siebte, achte, neunte Klasse gleich zusammen, nicht, also das heißt Fächer, jahrgangsübergreifend, und dann arbeiten die meinetwegen die Integralrechnung, und wenn sie die richtig können, melden sie sich bei dem Mathefachlehrer und legen. Gibt's da keine mehr? Der Mathefachlehrer betreut dann das Büro. Nein, der sitzt in diesem Mathebüro und ist dann da, wenn ein Schüler nicht mehr weiter weiß. Die erste Aufgabe heißt, wenn du alleine nicht mehr weiterkommst, dann fragst du erstmal einen Mitschüler, wie es geht. Frau Mona, das heißt, gehen die Nackenhaare gerade hoch oder können Sie damit was anfangen? Das geht doch um was ganz Einfaches. Es geht darum, dass die Kinder sich den Stoff selbst erarbeiten. Ja, das haben wir verstanden. Jetzt wollte ich das von Frau Mona. Also ich habe die große Hoffnung, dass das wirklich so möglich ist. So erlebe ich es natürlich nicht, aber diese Kinder sind ja auch ganz anders groß geworden. Die sind in die Schule gekommen und haben im Prinzip schon gelernt, für Prüfungen zu lernen. Und diese Art des Lernens, also ich habe sie noch nie erlebt.
Und ich hoffe so sehr, dass Sie recht haben. Ich wünsche es mir nicht. Mein Hirn und mein Gefühl und meine Lebenserfahrung sagen mir eigentlich, dass es funktionieren müsste. Mhm. Aber wenn ich natürlich von klein auf im Prinzip darauf hinziele, dass ich sage, ich möchte selber, also das eigene Kind oder ich möchte möglichst gut sein und in Prüfungen gut abschneiden, dann ist das eine ganz andere Zielrichtung als diese hier. Und das, was ich jetzt sozusagen als Ergebnis habe, ich könnte jetzt, also bei mir wird es nicht funktionieren. Das weiß ich sicher. Ja. Manchmal helfen Sie sich schon. Ich möchte Sie überhaupt nicht schlecht machen, aber dieses tolle, selbstgesteuerte Lernen, ich denke, das kann man nicht reintropfen. Das ist ja eine ganze andere Lern- und Beziehungskultur in einer ganzen Schule. Herr Maurer, glauben Sie daran, dass sowas möglich ist, was Herr Hüther gerade beschrieben hat? Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber es sollte möglich sein. Es ist wahrscheinlich der bessere Weg, Schule zu machen, als es in vielen Schulen, sei es in Bayern, als auch in anderen Orten, passiert. Also ich bin sehr stark, also bei Ihnen. Aber die Frage ist eben, was wir wollen. Wenn wir brave Auswendiglerner haben wollen, dann machen wir also so weiter wie bis jetzt. Lassen Sie mir nochmal sagen. Das ist so schwarz-weiß, das kann nicht sein. Ist doch ein Wert, den Sie können Sie doch nicht ich bin so lange still gewesen. Entschuldigung. Und wenn wir Menschen haben wollen, die Gestalter ihres eigenen Lebens sind, dann kann man das nicht von alleine werden, dann muss man auch Gelegenheiten haben, sich sozusagen in Bereichen etwas auszusuchen, was man gestalten kann. Dabei muss man kompetent begleitet werden und da muss man Gelegenheiten und Anreize bekommen, dass man das auch will. Jetzt hat aber sie den Anreiz man, bekommen und jetzt aber dann wird man auch ein Gestalter und nicht einfach nur ein Konsument, der darauf wartet, dass das nächste Lernangebot kommt. Also ich wehre mich dagegen, dass Sie jetzt behaupten, da ist nur auswendig Lernen unterwegs. Sondern es geht schon um ein bisschen mehr. Es geht um Zusammenhänge begreifen. Es wird doch nicht in der Schule nur auswendig gelernt. Wenn ich zum Beispiel, wir haben eine Energiewende. Ich habe jetzt also in Biologie zumindest mal gelernt, ungefähr, was Energie ist. Das ist doch etwas, Biologie, was ich dann später mal anwenden kann. Es ist doch nicht ein auswendig Gelernen nur für eine Prüfung hin. Das ist ja genau das, was keiner will. Sondern es ist ein vertieftes Wissen, auf das man später aufbauen kann. Das, also ein vernetztes Denken ermöglicht. Das muss man natürlich nicht alles automatisch parat haben. Aber ich wünsche mir das, was Sie jetzt gesagt haben, natürlich auch mit Anreizen. Aber ich wünsche mir nicht eine Schule, wo dann sozusagen das Wissen reduziert wird auf nur noch die paar Dinge, von denen jetzt einzelne Menschen meinen, das sei wichtig. Wenn, dann würde ich mir das als Vielfalt vorstellen, dass man solche Angebote macht. Das finde ich spannend, dass man sich sozusagen etwas aussuchen kann. Aber ich möchte mir das nicht als Schulmodell vorgeben lassen. Mhm. Das würde ich mir nicht wünschen. Mhm. Ich weiß von Herrn Blöchle, der bezeichnet das deutsche Bildungssystem als, ich zitiere Sie jetzt, als Fischstäbchenmaschine. Schön portioniert nehme ich an, one size fits all, oder wie meinen Sie das? Ja, das Problem ist halt, dass wir viel zu wenig individualisiert reagieren und sozusagen vorne sozusagen das Pro-Material Grundschüler haben und dann werden die durch eine fast industrialisierte Bildungsmaschine geschoben und hinten soll halt irgendwie ein Standardprodukt rauskommen. Und man kann sich ja bei ihm, einen Maurer, fragen, wo hat das Bildungssystem letzten Endes versagt? Meines Erachtens hat es nicht unbedingt versagt, als er dann in der 6. Klasse sagen wir mal, als mittelmäßiger Schüler keine Realschulempfehlung bekommen hat, sondern dass er als offensichtlich begabtes Kind nicht schon im Kindergarten und in der Grundschule so gefördert worden ist von den Lehrern und von den Gegebenheiten, die da hätten sein sollen, dass er von vornherein ab der 5. Klasse hätte aufs Gymnasium gehen können. Ja, das ist das Versagen des Schulsystems, das ist sozusagen dieses Elternhaus, das die notwendige Anregung und Unterstützung offensichtlich nicht geben konnte, nicht kompensiert hat. Und da wäre der Gewinn für die Gesellschaft, dass man die Kinder an dem Punkt abholt und individualisiert so betreut, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass er solche Umwege gehen musste. Widerspruch oder Akzeptanz? Akzeptanz, also Akzeptanz in, diesbezüglich, dass eine moderne Schule einfach Bildungsmissstände, die man vielleicht die Milieu begründet sind, ausgleichen muss. Also nicht, und somit Akzeptanz, ja. Mhm. Also ich bin auf seiner Seite. Das andere ist, das funktioniert, wenn ich noch mal kurz sage. Ja. Ich fördere in Berlin auch ein Projekt, das heißt Sprint, Sprach- und Integration. Mhm. Da geben Lehramtsstudenten für 10 Euro die Stunde Nachhilfe an Migrantenkinder, hauptsächlich im Wedding eben, weil die da hauptsächlich leben, und fördern diese Kinder, die von zu Hause eben keine Unterstützung bekommen, die oftmals keinen eigenen Schreibtisch haben, die sozusagen in Haushalten leben, die keine Bücher haben und so weiter. Und das
findet im Prinzip als private oder gemeinnützige Tätigkeit statt. Das könnte letzten Endes die Schule oder das System leisten. Ja. Das andere, was uns ja immer wieder fährt, wenn wir debattieren, ob im privaten oder im öffentlichen Bereich über dieses Thema, dann kommt immer jemand und sagt, Mensch, wir müssen nach Finnland gucken, wir müssen nach Finnland gucken. Als Musterland der Bildung wird Finnland immer wieder bezeichnet. Doch was wird dort eigentlich wirklich anders gemacht und vor allem, was wird dort besser gemacht? Matheunterricht in einer Schule in Helsinki. Unterschiedliche Begabungen vereint in einer Klasse. Lehrer gehen auf die Fragen und Probleme jedes Einzelnen ein. Individualisierter Unterricht nennt sich das. Die Klassen sind dementsprechend klein. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, aber das Üksittäislukemalla. Bitte schön. Der Lehrerberuf ist in Finnland hoch angesehen. Auf eine kontinuierliche Fortbildung legt man hohen Wert. Alle Kinder gehen bis zur 9. Klasse in ein und dieselbe Schule. Sitzen bleiben, das gibt es nicht. Wer im Unterricht nicht mitkommt, braucht keine teuren Nachhilfestunden. Stattdessen zusätzlicher Förderunterricht in kleinen Gruppen. In Finnland eine besondere Zuwendung, kein Makel. Die ersten verbindlichen Tests legen die Schüler ohnehin erst mit 16 Jahren ab. Die Ergebnisse regelmäßig Weltspitze. Schüler und Lehrer verbringen den ganzen Tag zusammen. Dieses Gemeinschaftsgefühl, schon seit den 70er Jahren, ein Kernprinzip des finnischen Erfolgsmodells. Lukas, hast du da so hingeguckt? Würdest du da gerne zur Schule gehen? Ja, warum nicht? Ja. Also ich würde da gerne zur Schule gehen. Dieser Gemeinschaftsschulansatz gefällt mir insbesondere sehr gut, weil er eben nicht selektiert und dafür, glaube ich, die Bildung fairer macht. Und auf der anderen Seite sehe ich da, dass die Bildung auch besser ist. Aber ich glaube auch immer noch, dass da nicht unbedingt jedes Kind das lernen kann, was es wirklich ihr interessiert. Und weil auch da, die Finnen haben da ihre Sachen, von denen sie sagen, das müssen die Kinder wissen. Hier in Deutschland ist es halt auch im Abitur wird gesagt, ja, die Kinder müssen irgendwie Goethe können und die Kinder müssen das und das rechnen können. Aber wie wir schon gerade erfahren haben, das bleibt davon nichts hängen. Also ist es doch eigentlich nur so, dass das alles gelernt wird, um ab einem bestimmten Level die Kinder vergleichen zu können. Aber auf einer total platonischen Ebene, gar nicht wirklich auf dem, was wirklich wichtig ist für einen Menschen. Und da sind wir wieder bei dieser Persönlichkeit. Die Persönlichkeit manifestiert sich nicht darin, wie gut ich einzelne Sachen kann. In der Schule sind viele Felder, die Schüler überhaupt gar nicht interessieren. Und einzelne schon, aber andere nicht. Und darauf geht eine Schule nicht ein. Ich weiß nicht, wie es das in Finnland ist, das kam jetzt aber nicht so raus. Aber es wird dann immer wieder was vorgegeben. Und was wird da vorgegeben? Das interessiert uns häufig nicht als Schüler. Ja. Und das, wo wir uns aber einig waren in der Debatte hier, dass wenn was emotionalisiert oder wenn was unter die Haut geht, wie es formuliert wurde, und so ähnlich hast du es auch beschrieben, dass etwas da ist, was dich wirklich packt und interessiert, dann ist es etwas, was sich möglicherweise auch verfestigt und da bleibt und auch mit ins Leben geht. Wenn wir jetzt das nochmal angucken, idealisieren wir das immer mit Finnland, Herr Hüther? Nee, die haben eine andere Schulkultur dort. Dort ist offenbar die Bildung der jungen Menschen so wichtig, dass diejenigen, die diese Bildung übernehmen, die Lehrer, dann auch ein unglaublich hohes Ansehen in dem Land genießen. Das ist ja bei uns nicht so. Bei uns sind die Lehrer in einer ganz schwierigen, eingezwängten Situation. Die kriegen Druck von den Eltern, dann kriegen sie noch Druck von oben, dass sie ihre Lehrpläne erfüllen sollen. Und das ist ja auch der Grund dafür, weshalb dann am Ende so viele, reden Sie mir doch nicht dauernd dazwischen. Ja. Es tut mir leid, aber ich wollte Sie unterstützen. Aber wollen wir miteinander reden oder? Ja. Ich bin jetzt noch dran. Ja, ich will Sie auch gar nicht unterbrechen. Auf geht's, dann haben Sie das schön auf. Die Lehrer sind in einer schwierigen Situation. Das ist der Berufsstand, der am häufigsten krank ist. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass an dem ganzen System etwas nicht stimmt. Ja. Wir sehen in der Grundschule so viele Kinder, die ein Viertel der Kinder werden in der Grundschule krank. Das kann doch nicht normal sein. Kinder gehen in die Schule mit und haben sich in den ersten Lebensjahren haben die eine Situation, wo die mit einer Begeisterung, mit einer Offenheit, mit einer Entdeckerfreude und Gestaltungslust unterwegs sind. Da haben die am Tag 100-mal irgendeinen Sturm der Begeisterung in ihrem Hirn. Und dann schicken wir sie in die Schule und dann ist das innerhalb von 3 Jahren weg. Das liegt doch nicht am Hirn. Das liegt doch auch nicht an irgendwelchen genetischen Anlagen, sondern da ist irgendetwas, was die dort erfahren, was die dort erleben, falsch. Und das sind Erfahrungen, die sie machen. Hüther, ich glaube Ihnen das gern.
Aber jetzt, finde ich, hat die finnische Stimme kurz das Wort. Also meine Familie ist zum Teil aus Finnland und mein Stiefbruder ist Schulleiter in Finnland. Und hier wird in Deutschland manchmal auch etwas falsch dargestellt. Er ist zum Beispiel an einer Schule für Hochbegabte in naturwissenschaftlichen Bereichen. Ja. Da wird auch selektiert. Also es ist nicht alles ganz so, wie es hier ankommt. Und in Finnland wird frontal unterrichtet. Also was in Finnland anders ist, es gibt eine ganz lange Tradition des Lesens. Man hat dort sehr lange Winter und diese Kultur und das Lesen, das hat sozusagen den Menschen auch ehrlich gesagt das Leben überhaupt erst wertvoll gemacht, weil sie haben nicht viel anderes gehabt. Und insofern wertschätzt man dort Bildung anders als bei uns, als quasi Überlebensfaktor. Ja, das hat aber genau weniger mit den, hat mit den Schulen, mir macht das gar nicht, Sie können mich gerne unterbrechen. Also, das hat Sie ist bloß, Debatten geschult. Es hat bloß, ja genau, es, hat bloß aus, es kommt aus einer anderen Geschichte, nämlich nicht aus der Schule, sondern aus der Tradition des Landes. Ja, jetzt gibt es einen Punkt, das Sitzenbleiben. In Finnland abgeschafft. In den letzten Wochen schwer diskutiert in Deutschland, was das Sitzenbleiben angeht. Wir haben schon mal rausgekriegt, dass hier ein paar Sitzenbleiber am Tisch sitzen. Frau Monheim, also was ist mit dem Sitzenbleiben? Weg damit? So einfach würde ich das nie sagen. Man kann nicht alles lassen und dann sagen, jetzt schaffen wir das Sitzenbleiben ab. Sondern? Wenn man, also ich habe wenige Schüler bisher erlebt, die mir sagen, ich habe also mich auch mit vielen Menschen unterhalten, auch für andere Projekte, viele, viele, die in der Schule irgendwo versagt haben und eben wiederholt haben und die wenigsten empfinden das als eine sinnvolle Sache, dieses Wiederholen. Manche sagen natürlich, es hat mich aus meiner Lethargie gerissen, es hat mich endlich geweckt, aber für viele ist es einfach auch eine Schmach, auch wenn sie noch so cool tun und auch wenn sie es noch so abschütteln. Ja. Und ich denke, es müsste anders gehen als mit dem Sitzenbleiben, aber man kann es wie damit, anders gehen? Dann, ja, eben mit der individuelleren Förderung. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel keine Verwandten in Finnland, aber eine sehr, sehr gute, fast beste Freundin in Norwegen. Das ist wieder ein anderes System, aber mit der habe ich extra nochmal mich genau abgestimmt und unterhalten, wie es, dass ich also echt die Fakten kenne. Und sie sagte, die sind auch 10 Jahre beieinander und es klappt. 10 Jahre gemeinsam. Und ich habe dann auch gesagt, wie ist es bei euch, wenn einer schlecht wird? Ja, wie da wird gefördert? Sage ich, fallen bei euch viele durch? Nein, so gut wie niemand. Sie hat allerdings, muss ich fairerweise sagen, beklagt, dass bei Ihnen viele relativ träge sind. Nur bei uns sind auch viele relativ träge. Also die einen sind super gestresst, würde ich jetzt mal sagen, und die anderen sind träge. Ich möchte einfach nicht sagen, die machen es ganz richtig, die machen es ganz richtig oder das ist ganz richtig. Aber man muss, und diese ganzen plakativen Äußerungen, die bringen es nicht. Man muss das genau anschauen, man muss genau hinschauen, wo sind Probleme und wo ist etwas, wo muss ich was ändern? Vielleicht auch, weil sie die Gesellschaft so verändert hat. Ja, aber trotzdem gibt es dann Momente, wo sich dann viele plötzlich versammeln und sagen, jetzt muss das weg. Plötzlich gibt es so einen gemeinsamen Geist für ein paar Wochen. Das erstaunt mich immer wieder, dass man bei so schwerwiegenden Dingen so plötzlich agiert. Ja, oft wird ja, Sie sagen, am Schulalltag vorbeireformiert. Ist das so ein Fall? Meinen Sie jetzt das mit dem Sitzenbleiben oder meinen Sie allgemein? Nein, wir können aber beim Sitzenbleiben mal sitzen bleiben. Also, wenn man sich in Ruhe zusammensetzt und überlegt, ist dieses Sitzenbleiben jetzt sinnvoll? Wie viel kostet es? Was könnte man mit dem Geld stattdessen machen? Wo könnte man was verbessern? Da müssen Sie aber Leute zusammensetzen, die nicht einfach irgendeine Lösung durchdrücken wollen, weil es vielleicht gerade politisch reinpasst, sondern die müssen wirklich das Beste wollen. Und die müssen vor allen Dingen alle im Auge haben. Nicht immer nur diese einzelnen Welten. Die einen kommen, es tut mir leid, Bildungsbürgertum ist so anders als das, was ich erlebe. Ich behaupte mal, wer damit nicht in Kontakt kommt, kann es sich nicht vorstellen. Das war ja der Grund, warum ich dieses Buch, hauptsächlich der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich finde, das muss sich jeder vorstellen können. Und all die klugen Leute, wie wir sie jetzt sind, die sich viele Gedanken machen, die viel lesen, die sich eben bilden, die haben ja mit diesem, mit der Welt, die ich jetzt so gut kenne, die ich nicht kennen würde, wenn ich nicht nach einiger Zeit wieder eingestiegen wäre, keinen Kontakt und keine Ahnung davon. So, und dann muss man sich eben auch überlegen, nicht nur, was muss man mit unseren Gymnasiasten machen. Ich bin Ihnen übrigens bin ganz einig mit Ihnen, dass die Persönlichkeit wichtig ist. Und ob ich meine Lateinvokabeln 20 oder 30 Jahre nach dem Abitur noch konnte oder nicht, ist natürlich wirklich wurscht. Aber man muss genau hinschauen und dann kann man überlegen, was passt für diese jetzt in dieser Zeit, auch für die Menschen, die ich zum Beispiel unterrichte. Ich habe das auch deshalb gefragt, weil das natürlich immer wieder ein Reflex ist. Wir haben das jetzt
Klar, diese Auftrennung, Sie sagen hier das Bildungsbürgertum mit seinen eigenen Problemen, G8, G9. Mhm. Sie kommen von der Basis, wo es um ganz andere Dinge geht. Die müssen Sie übrigens mit 14, 15 entscheiden, weil wir vorhin gesagt haben, wir wussten es mit 17 oft nicht, mit 18 nicht, wer wir sind, wo wir hinwollen, wo unsere Stärken liegen. Unsere müssen es, erwartet einfach, dass Sie was wissen. Sie wollten aber, glaube ich, was anderes sagen. Ja, ja, ich habe es gespürt. Ich merke, das ist dann schon irgendwie das pädagogische Empfinden, was einfach da ist, ja, dass ich mich jetzt individuell einfach mal hier von einem Moment verwirklichen kann. Und zwar, wir reden seit Jahrzehnten über Bildung. Und es wird immer wieder ein Ansatz gesucht, etwas zu reformieren. Die Lust am Streiten, darüber sind wir uns alle einig, das macht Spaß. Aber warum ändert sich letztendlich nichts? Und wir klagen über den Föderalismus. Wo ist da das Problem? Also jetzt möchte ich nochmal bitte was sagen, wenn ich darf. Ja, bitte, das dürfen Sie gar nicht. Dafür sind Sie hier, dass Sie was sagen sollen. Also ich finde, aber Sie haben sich gemeldet, das war sehr brav. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Es ist in Hamburg... Herr Hüther, was haben Sie da angerichtet? Nein, es ist, aber wir müssen jetzt nicht alles nur schwarz malen. Wir haben in Hamburg zum Beispiel an den Gymnasien, ich glaube, das ist ein bisschen anders als in Bayern, fast 30% Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Also das heißt, wir haben, und 50% gehen sowieso hier aufs Gymnasium. Ich glaube, in Bayern sind es 25%. Das heißt, in Hamburg hat sich schon, da gibt es schon, also es hat sich schon etwas getan. Es ist, und ich bin persönlich Förderlehrerin an einer Stadtteilschule. Ich kenne also auch die andere Seite recht gut. Und insofern stimmt es nicht ganz, dass es alles so schwarz-weiß ist. Es tut sich schon was, es entwickelt sich auch was. Und ich finde es großartig, dass das auch möglich ist. Und das sind Ergebnisse von Reformen, die ja auch positiv sind. Ja. Ja, nichts also, dagegen. Wenn man was Positives findet und wenn man sagt, das passt, dann ist es toll, dann kann man voneinander lernen, dann kann man in dieser positiven Richtung weiterarbeiten, aber es muss eben dann auch wirklich für alle passen und man darf sich nicht irgendetwas ausschließen. Und im Moment sehe ich wirklich, dass Probleme, die hier angesprochen werden, mit den Problemen, die jetzt meine Schüler und auch meine Kollegen haben, relativ wenig zu tun hat. Das andere, was aber sehr konkret war, war der Hinweis, Anerkennung des Lehrerberufs in Finnland, ganz andere soziale Anerkennung, auch eine andere Bezahlung. Also wenn wir darüber noch mal eben kurz sprechen können, also die Rolle, das Image, die Wertschätzung oder die Nichtwertschätzung des Lehrers. Da gibt es ja so Klischees, Halbtagsjob, Ferien, faul. Was entgegnen Sie denen, die mit so einer Nummer kommen? Also inzwischen entgegne ich kaum mehr etwas, weil es mir einfach egal ist. Aber am Anfang war es mir überhaupt nicht egal. Ich bin ja voller Leidenschaft Lehrerin geworden, wollte es gut machen, wollte es besser machen als meine Lehrer, über die ich mich zum Teil sehr geärgert habe, weil sie so von oben nach unten unterrichtet haben. Und bin also mit diesem ganzen, mit einem wahnsinnigen Elan in diesen Beruf reingegangen und fand es natürlich erstmal schrecklich, weil alles ganz anders war, als ich mir es ausgemalt habe. Und wenn dann auch noch blöde Bemerkungen kamen, also ich habe gearbeitet ohne Ende, wahrscheinlich viel zu viel und auch irgendwie nur nicht zielgerichtet, ich konnte es halt noch nicht besser und war oft sehr, sehr unter Druck als junge Lehrerin. Und wenn dann auch noch so blöde Bemerkungen kommen von außen und vor allen Dingen die Leute wissen ja alle was über Schule zu sagen, weil jeder ja mal selber in die Schule gegangen ist. Und ich würde mich nie über irgendeinen fremden Beruf auslassen, von dem ich keine Innenansicht habe, aber bei Lehrer traut sich jeder mitreden. Wie gesagt, damals hat es mich schon gekränkt und ich bin oft zu Rechtfertigungsarien gesungen und erklärt, ich arbeite dann eben am Wochenende oder am Abend, das siehst du nicht. Inzwischen ist es mir egal. Ich weiß, dass ich so gut mache, wie ich kann. Ich teile mir meine Zeit so ein, wie ich meine. Und ich bilde mal ein, in der Hinsicht bin ich einigermaßen souverän. Aber gut ist es nicht. Ich finde schon, dass eine Wertschätzung da sein müsste. Weil ich eben bei sehr, sehr vielen Lehrern sehe, dass sie hart arbeiten, dass sie engagiert sind, es wirklich gut meinen. Und was wir vorhin schon gesagt haben, es gibt eben auch viele, gerade die Engagierten, die an ihre Grenzen kommen und manchmal auch drüber. Und das ist sehr, sehr schade. Nicht nur schade, das Wort ist viel zu schwach. Das ist eigentlich eine Katastrophe, dass Leute, die sich in der Bildung engagiert betätigen, dass die dadurch an ihre Grenzen kommen und oft eben auch krank werden. Ja. Vielleicht die Schlussfrage, Herr Maurer, wenn Sie mal Kinder haben, ich meine nach der Erfahrung, die Sie gemacht haben mit der Schulzeit, was wünschen Sie Ihren Kindern für eine Schulzeit? Dass sie in der Schule oder dass sie in einem System in der Schule aufwachsen, wo es keine Hürde gibt und wo vielleicht eine Art von Bildungsferne in dieser Schule ausgeglichen wird. Also, dass Unterschiede nivelliert werden. Also, ja, das würde ich mir wünschen. Und, aber auch, dass sie, und da bin ich vielleicht ein bisschen anders wie mein Gegenüber, dass sie persönliche Entscheidungsfreiheit haben und dass jeder, ja, dass es keinen Zwang
besteht, Dinge irgendwie zu machen, obwohl man sie nicht machen mag. Mhm. Ja. Ich bedanke mich sehr bei meiner Runde. Es ist, spät geworden. Lukas, morgen schulfrei, ne? Ja. Ja, ne? Herzlichen Dank für den Besuch, Ihnen allen, und für die lebhafte Diskussion. Noch der Hinweis, jetzt kommen ja die Kollegen des Nachtmagazins sind dran, und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Herzlichen Dank, alles Gute, tschüss. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.